Ja, huhu hier wieder beim Quali. Wir spielen heute eine Runde Pen and Paper Vampire the Masquerade in der V20-Version. Und ja, ich spiele nicht alleine. Ich spiele wie immer mit vier wunderhübschen Spielern zusammen. Zwei leider ohne Kamera heute. Einmal die Sere als Emma Williams. Hallo? Aloha. Unsere Toreador. Und ein Mike Caviana darf in einer guten Vampire-Runde niemals fehlen, der Joe als William Andrews. Ich sehe nicht nur so gut aus, sondern ich bin auch. Wo ist Siri? Ich weiß nicht, wo hast du sie geparkt? Sie ist weggelaufen. Weia. Na gut, das werden wir gleich klären. Und ja, der Mischka als Jonathan Bauer, unser Tremere. Gut zusammen. Und last but not least, die gute Leopardin 202 als Melina Farinadis. Ein Brouhaha. Ja, es ist schon eine ganze Ecke wieder her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Irgendwie sollte ich den Satz einbauen. Bei mir ist es immer eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, und das letzte Mal ist etwas ganz Krasses passiert. Wisst ihr noch, was das letzte Mal an die eine krasse Sache, die passiert ist? Oh ja, yeah. Die weiß ich noch. Ich hatte ein Techtelmechtel mit einer Festplatte. Ach ja, das war das Krasse, ja, genau, ja. Weißt du auch noch irgendwie, was nicht so wichtig war, was passiert ist? Ja, also ich könnte anfangen mit dem Recap, aber ich habe nicht alles, ich kam nicht ganz Ja, wir dazu. helfen dir. Also wir haben gestartet mit der Untersuchung beim Prinzen. Dort habe ich mir den Rechner vorgenommen, habe herausgefunden, dass er als letztes Adressdaten vom FBI-Agenten Ricks geändert hat, wo ein Bogen hinten dran gemalt war. Deswegen gingen wir davon aus, dass er ein Hunter ist. Jetzt weiß ich nicht, ob wir es intern schon wissen, dass es Hunter gibt. Und hinten Ja, dran ein schon. Vermerk, müsste beobachtet werden. Ihr Der wisst Prinz es, hat sich. stopp, dass ich hier unterbreche, aber ihr wisst es auf jeden Fall, weil ihr wart ja bei der Party vom Prinzen in Gary, wo auf jeden Fall ja ein Hunter da war und da war das Das Thema. auch. Ja, genau. Und wichtig ist auch, ich habe meinen angestammten Platz übernommen. Auf dem Thron. Auf dem Chefsessel natürlich, ja, natürlich, ja, richtig, ja. Ich wollte später noch nach Vegas, ja, das stimmt. Der Prinz hat sich selbst nie mit dem Internet verbunden von seinem Rechner aus und von außen kamen Zugriffe immer nur über die gleiche IP, also von dem gleichen einkommenden Rechner sozusagen. Auf dem Security Tape fand Melina heraus, fehlten 45 Minuten, was aber die Security-Dame Natascha total übersehen hat und selbst an sie gesagt hat: Hier, guck, da fehlt. Nein, ich sehe da nichts. Also ging wir davon aus, dass sie beherrscht wurde. Nachdem wir Natascha Kaffee holen schickten und dann Jonathan dabei half, diese 45 Minuten wieder zu finden auf dem Rechner, was auch funktionierte, haben wir herausgefunden, dass der fehlende Teil Türen zeigt, die sich bewegen, ohne dass eine Person hindurchtritt, Natascha mit jemandem redet, beziehungsweise mit der Luft redet, also mit jemandem redet, den man nicht sehen kann, und der Ghoul erschossen wird von jemandem, den man nicht sehen kann. Also fällt unsere Vermutung erstmal auf einen Vampiren, der verdunkelt ist. Und Zumindest was dann ist noch mit. auffällig war, ist, dass die wohl mit der unsichtbaren Person gesprochen haben, die Leute. Das heißt, der muss Genau. irgendwie bekannt gewesen sein. Zum Glück wissen wir nichts von Magiern, die sich auch unsichtbar machen können. Zugriff auf die Vault selbst hätten nur der Sheriff, der Prinz und Natascha, die Informe vom Sheriff bekommen. Dann ist zwischenzeitlich Emma bei Ricks angekommen. Dort hat sie etwas Probleme mit dem Fenster gehabt, aber hat es dann doch aufbekommen. Das Haus war augenscheinlich erstmal leer, die Möbel waren verdeckt, aber im Keller hat sie dann eine mysteriöse Tonne gefunden mit einem seltsamen Verschlussmechanismus und hier enden meine Aufzeichnungen. Ja. Weiß noch jemand, wie es weiterging? Ja, wir haben telefoniert, weil also Moment, ich bin aus dem Haus raus und habe das Auto von dem Rix gefunden. Geknackt, glaube ich, sogar auch, ne? Und geknackt, genau. Ja. Und dann haben wir, also ich habe erst den Jonathan angetextet und habe immer mal nachgefragt und so. Und dann haben sie gesagt, komm her und schnell weg da und es ist ein Jäger.
Und dann habe ich eben mir sein Auto geschnappt und bin zu den anderen gefahren und habe die dann wiederum dahin gebracht. Und dann sind wir in den Keller, weil ich gesagt habe, also in dem Haus ist nichts Besonderes außer diese Tonne. Und dann haben wir uns die Tonne näher angeschaut und haben die dann auch im Endeffekt geöffnet. Mit Gewalt. Naja, die ein oder andere Art haben wir sie geöffnet. Und es stellte sich raus, dass es ein Eingang zu einem Geheimgang nach unten ist. Zum Glück kam da sehr, sehr laute Musik raus, sodass derjenige, der unten war, das Tohuwabohu nicht mitbekommen hat. Und dann sind wir runter und haben da einen Jäger bei seiner Arbeit gefunden, also nicht beim Jagen, aber er hat da irgendwas rumpräpariert und da lag eine für uns Leiche auf dem Tisch. Und als wir dann in den Raum sind, wurden wir wiederum dann beherrscht von einem alten Vampir. Ich glaube, erst ich, ne? Ja, das ging dann reihum an. Das war dann sehr Genau, und ulkig, ich habe dann, ja, ich habe dann alle anderen angesteckt. ja. Das habe ich sehr gut Ja, gemacht, finde die ich. Leiche nämlich, die da auf dem Tisch lag, das war nicht irgendeine Leiche, sondern es war ein alter Vampir, der ich, weil ihr ihn dann immer berührt habt, durch die Berührung beherrscht habt. Er kann sich anscheinend ja nicht sonst nicht bewegen oder sonst mit euch sprechen oder so. Geht alles nur so per Telepathie oder sonst wie. Über die Berührung. Ja, dann habt ihr den Jäger noch kalt gestellt. Ich glaube sogar getötet, ne? Richtig? War das? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, Melina hat ihn ausgesaugt, ja. Ja, nee, ausgesorgt nicht, aber wir haben ihn umgebracht, ja. So, und dann war ja das Verlangen des alten Vampirs, dass man ihn in Sicherheit bringt. Und ja, und die letzten Worte von ihm waren, er schützt mich vor ihr. So, und jetzt ist halt die Frage, wo bringt ihr euren Meister in Sicherheit? Und wo ist Siri überhaupt? Das ist das zweite Problem, was ihr habt. Und ist Siri diejenige, vor dem wir ihn schützen sollen? Das könnte man natürlich auch noch fragen, ja. Also ich bin dafür, wir bringen ihn zu mir. Ist er dort sicher? Natürlich ist er da sicher. Okay, wenn meinst, dann wo ist denn bei dir? Erstmal ins Auto. Ich fahre uns dann. Okay. Mir war so, als hätten wir uns letztes Mal schon anders entschieden gehabt. Ja? Ja, weil wir wollten über Nacht zu William gehen und dann Ach ja, stimmt. den nächsten Tag nach Gary fahren und ihn, weil er ja aus der Stadt raus wollte, unser vertrockneter Genau. Methusalem hier. Und wir wollten jetzt die Nacht bei William verbringen, weil der war, glaube ich, am dichtesten bei und hat hier eine sichere Unterkunft in der Stadt. Und nächsten Morgen wollten wir nach Gary. Ich meine, wir können Also das am jetzt auch nächsten anders machen, Abend, aber ne? Ja. ja, genau, aber ne, ja, genau. Und wir können das auch anders machen, aber meine Notizen sagen, wir hatten schon mal einen anderen Plan. Also ich bin definitiv dafür. Wir gehen zu mir. Wir gehen definitiv zu mir. Ja, also man muss ja eins mal bedenken. Hier, eins sollte man mal bedenken. Immerhin warten Simon und Garfunkel. Das ist Die richtig. warten. Die warten. Und ich kann sie nicht noch länger warten lassen. Ich muss auch irgendwann mal mein Wrestling-Training hier fortsetzen. Ja, ich meine, ist ja schön und gut, hier mit euch rumzuhängen und so und euer Vampir-Ding durchzuziehen. Ja, aber ich habe auch Verpflichtungen. Ja, ich bin schließlich nicht umsonst Wrestling Champion of the World. Ja, irgendwann möchten mich auch meine Fans mal wieder vor der Kamera sehen. Also, jetzt sputet euch schnell her. Ja, Wir wären schneller, wenn du uns tragen helfen würdest. wobei William natürlich auch klar ist, dass seine erste Priorität noch bevor er seinen nächsten Auftritt hat, natürlich ist, den alten vertrockneten Leichnam irgendwo hinzubringen, wo er nicht gefunden wird. Ja, deswegen ja zu mir. Mir ist das durchaus bewusst. Ich meine, eins nach dem nächsten. Ja, eins nach dem nächsten. Man kann nicht alles auf einmal.
Ich habe eins gelernt. Siri sagte, tue Gutes und labe dich daran, lass es nun niemanden mitbekommen. Ja? Also jetzt los, meinetwegen packe ich auch mit an. Vielleicht kannst du ja von dem Alten noch etwas für dein Vampir-Gimmick lernen, dass du da noch besser auftreten kannst. Also es ist ja keine verschwendete Zeit. Das ist eine verdammt gute Idee. Genau so machen wir das. Ja? Er genau macht so. Doch die Nummer toter Vampir ziemlich gut, oder? Ja, ich meine, es ist schon ein wenig langweilig, wenn ich mich jetzt nur im Ring hinlegen würde. Außerdem wäre es ja kontraproduktiv. Ihr wisst doch, beim Wrestling wird man dann immer geschultert. Man wird dann immer auf den Rücken gedreht. Also wenn ich mich da hinlege, dann sollte ich mich nicht so hinlegen wie der Alte. Aber du, sollte mich auf den Bauch drehen. Aber du könntest dich ja auf den Rücken legen. Und gerade wenn dein Gegner ankommt und will dich festhalten, dann erhebst du dich auf einmal wie aus dem Grab. Genau, oder? Das hat noch niemand vorher gemacht. Stell dir mal vor, der krabbelt dann aufs dritte Seil und hat so wie der Macho Man den Finisher vom dritten Seil und du tust dann einen Muskelzucken von deinem Bein spielen und er rennt dann voll in das ausgestreckte Bein rein. Das wäre doch ein cooler Move. Ja, ja, das stimmt. Oder wenn ich aufstehe wie... Ja, wie ein... Können wir das im Gehen also, klären? Ja, ich mache mir Gedanken. Ich mache mir definitiv Gedanken. Aber du hast recht. Du hast recht. Lass uns jetzt mal losgehen. Ja, wir hieven den Körper diese Leiter hinauf und raus in das Auto und da war ja zum Glück so eine Bahre, wo wir ihn drauflegen konnten. Mhm. Und dann weise ich mal auf den Fahrersitz und schaue Richtung William. Ich denke, du weißt am besten, wo es lang geht, oder? Oh, ich darf Auto fahren. Wo ist Siri? Wo ist? Ich kann nicht ohne Siri. Wo ist? Hat einer von euch Siri gesehen? Hat einer von euch Siri gesehen? Wir sind ja in dem Auto hierher gefahren, oder? Ne, du bist ja selber separat, glaube ich. Nee, Quatsch, ihr seid zusammengekommen. Nee, ja, nee. Dann seid ihr zusammen in dem Auto hingefahren. Dann schaue ich mal im Auto, ob da irgendwo Siri liegt. Hast du deine Brusttasche geschaut? Oh, Brusttasche. Ah, an meinem Herz. Da ist Siri. Siri, nicht weglaufen. Denke immer dran, nicht weglaufen. Schön bei mir bleiben und mir nicht so einen Schrecken einjagen. So, und jetzt steigt ein. Wir fahren gleich los. Oh, ich darf Auto fahren. Ist das schön. Ja, und dann fahrt ihr zusammen gerade noch rechtzeitig, bevor die Sonne aufgeht, Richtung Williams Apartment, die Wrestling-Schule, mit dem Apartment oben drüber. Und ja, die Sonne bricht schon fast herein, als ihr in die gute Stube reinkommt. Und tatsächlich warten Simon und Garfunkel schon in der Wrestling-Schule. Simon, fass mal mit an. Garfunkel, ganz vorsichtig hier. Ja, Chef. Da, holt den aus dem Auto. Aus dem Auto. Was ist denn das? Und dann ihn nach oben. Frag nicht so respektlos oder ich erteile dir eine Lektion. Welche? Die Back Suplex, die kann ich schon. Ja, aber du kannst noch nicht den Neckbreaker. Ja, den kannst du noch nicht. Nee, und außerdem dann geh ich lieber schnell nach oben ins. Ja, genau, nach oben ins. Ja, ach, und nun frag nicht. Das ist ja perfekt. Geh. Ja. Wir dürfen nach oben zum Chef. Wieder nach unten. Ja, und danach geht ihr wieder runter. In den Keller. Oh nein. Ja. Doch, nicht nein. Doch, nicht nein. Na gut. Doch, nicht nein. Und jetzt hopp. Ja, los, sie meine tragen, Freunde, treten sie, ein. Sie tragen das, den Leichnam nach oben. Ja, ich folge ihnen. Ja, die Wrestling-Schule ist ja auch schön abgedunkelt. Hat William ja für gesorgt.
dank seiner Sonnenallergie. Und so kriegt ihr die ersten Sonnenstrahlen, die draußen auf anbrechen, nicht mit. Aber ihr seid schon, merkt, dass ihr sehr, sehr müde werdet. Und ihr wisst ja auch, dass wenn jetzt die Sonne richtig aufgegangen ist, seid ihr gleich einschlafen werdet. Deshalb suche ich mir auch schnell die bequemste Ecke und lasse mich da nieder. Gut. Will William, Simon und Garfunkel noch irgendwas sagen, was sie machen sollen, während der Tag ist? Ja. Simon, Garfunkel, ihr passt auf. Da ist die Tür. Ihr stellt euch an die Türe. Ihr lasst niemanden rein. Ihr lasst niemanden raus. Ja? Auch nicht den Kaiser? Auch nicht den Kaiser. Der Kaiser, der bleibt, wo er ist. Wenn ich den Kaiser das nächste Mal sehe, dann wird er sehen, was er davon hat, mich hintergangen zu haben. Er wird sehen. Und ihr werdet einfach nur aufpassen, dass hier niemand rein oder rauskommt. Okay. Kommt hier jemand rein oder raus, mache ich mit euch. Kapiert? Klar, alles klar, Chef. Können wir uns eine Pizza bestellen? Habe ich gerade gesagt, niemand rein oder raus? Ja, hier wenn oben eine Pizza ja bestellt, nicht, aber unten können wir doch den Pizzaboten reinlassen, oder? Nein, und wenn niemanden. Wir die Pizza draußen holen und die Pizza rein... Dann geht ihr ja raus. Stimmt. Wir können bescheuert? Aber über die Schwelle die Pizza annehmen. Niemand rein oder raus. Wenn du deinen Arm über die Stelle streckst, über die Schwelle streckst, bist du draußen. Nein, dann nicht drin. Nein, dein Arm ist draußen. Aber ihr könntet die Pizza auch hineinwerfen. Und ich könnte dir jetzt gleich das Genick brechen. Ich habe Hunger. Ja, dann isst du morgen. Ihr passt auf. Und jetzt husch, husch, ins Körbchen. Ja. Was? Gut, die beiden werden ihr Bestes tun. Mal gucken. Ah ja, die sind gut drauf. Und am nächsten Tag erwacht ihr. Am nächsten Abend erwacht ihr. Und ja, könnt euch alle einen Blutpunkt abstreichen. Und der Leichnam liegt noch unverändert in der Mitte des Raums, wo ihr ihn hingelegt habt. Die Tür ist immer noch geschlossen. Wie sieht es denn mit eurem Blut jetzt aus? Ihr müsstet eigentlich relativ voll sein noch, ne? 6. Ja. 6 ist schon so leichter Hunger. Ich hab 7. Das geht. Ich hab 5, aber ich habe ja Simon Garfunkel. Dann muss ich mich halt an denen laben. Dann tut's mir leid. Dann ist es halt so. Ja. Gut, dann... Ich werde mal noch kurz rausgehen und mir etwas zu trinken besorgen, bevor wir losfahren, weil Hunger und so. Ich habe hier einen guten Jahrgang. Einen guten Jahrgang. Ja. Warte, ich gehe kurz in mein Büro. Da gehe nur ich hin. Ja, sonst keiner? Also, außer Siri. Siri darf da auch hin. Ja, dann gehe ich in mein Büro, hole eine Flasche Rotwein und komme dann wieder. Wie viel hast du übrigens von Simon Garfunkel zu dir genommen? Eigentlich habe ich noch gar nicht zu mir genommen, weil ich kann doch nicht irgendwie, ich meine, das ist doch alles nur Show. Wer nuckelt denn an irgendwelchen Menschen rum? Der Durst also, ist ja bei 5 ist schon, der Durst ist schon da. Ja, das verstehe ich auch. Ich meine, es ist, wenn es gar nicht anders geht, dann muss man halt Opfer bringen, mein Gimmick, über alles und so. Mhm. Aber gut, erstmal die Flasche Wein erstmal, kannst du ja holen aus deiner Küche. Genau, das mache ich auch und dann reiche ich meinem Freunde die Flasche Wein. Ja, der schaut dich so ein bisschen betreten an. Das ist aber sehr lieb von
dir. Nein, wir müssen ja dieses, also ich will ja auch irgendwann mal Wrestler werden. Wir müssen ja dieses Vampir-Gimmick üben. Deswegen muss ich ja so tun, als wenn ich von Menschen, du weißt schon. Ah, ja, das, also ungefähr so. Ich gehe zu Simon. Simon, komm her. Ja, Chef. Reiche mir den Arm. Mhm. Ich übe jetzt mein Vampir-Gimmick. Ja, also. Klar, Chef, jeden Tag. Ja, genau. Ja, und dann labe ich mich an meinem Simon. Freund. Simon. Wie viel nimmst du denn? Keine Ahnung. Wie viel muss man denn nehmen? Musst nichts nehmen. Ja, aber wie viel, ich kenne mich dann nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ich mache so viel, dass ich halt satt bin, einigermaßen. Bis du satt bist, dann müsstest du ihm fünf Punkte ausnuckeln, dann wäre er fast hin. Dann wäre er ziemlich hin. Ja. Nee. Hin will ich ihn natürlich nicht machen. Also, so, dass, also ein, zwei kannst du relativ ungefährlich trinken. Genau, dann mache ich das so. Dann nimmst du zwei Blutpunkte, kannst dir zwei Blutpunkte dazu schreiben. Und der Kerl ist jetzt ziemlich benommen. Und ja, sehr schön. So, möchte jemand an die Bar? Redest du jetzt wieder von der Weinflasche oder von deinem anderen Kollegen? Ich rede von der Weinflasche. Was für ein Kollegen? Also, ich verstehe dich nicht. Nacker Frankel. Für das Vampir-Gimmick. Es ist mein Gimmick. Es ist mein. Nicht deins, meins. Warum ich willst ja du? Irgendwann du mal kannst Wrestler lernen will, ja, es aber macht nicht keinen mein Sinn, Gimmick. Gimmick zu lernen. Doch, es macht. Also, willst du mich eigentlich verarschen? Ich meine, ich kenne mich im Wrestling-Geschäft aus, ja? Ich kenne mich aus. Du musst irgendwas anderes machen. Also, meinetwegen zum Beispiel einen Indianer oder. Oder du kannst auch, keine Ahnung, irgend so ein mit Leuchtejacke oder so sein, ja? Oder vielleicht auch the sexual machine oder so. Aber Vampir geht nicht. Nein, das ist mein Gimmick. Das ist ganz alleine mein. Später, ich muss mal kurz weg. Und ja, bin raus. Mhm. Jagen. Ja, wie jagt denn Jonathan Bauer? Ja, da er nicht so mit Menschen kann, entweder an irgendeiner dunklen Straßenecke, fängt schon gut an, am besten irgendeinen Typen, weil die Mädels werden dann immer gleich so seltsam irgendwas nach dem Handy fragen, wenn der Handy in der Hand hat, hey, ist das neue iPhone 23? Mhm. Und so weiter. Und dann irgendwie, wenn er mir was zeigen will, rüber und okay. Ja, schau mal. Ich denke, das sollte dir gelingen. Für heute. Gesichtswürfel sagt. Ja, der Gesichtswürfel ist, grinst mich dermaßen an, dass es sehr gut hat das geklappt. Dann kannst du dir auch zwei Blutpunkte dazu tun. Und dann, die anderen beiden, Emma und Melina, was macht ihr? Ich habe ja gestern noch was zu mir genommen. Ich würde vielleicht einfach ein bisschen Williams Wohnung angucken und mir überlegen, wie wir jetzt am besten aus der Stadt rauskommen, weil wir ja immer noch ein bisschen unter... Der Sheriff ist ja übrigens auch noch dabei, ne? Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und er weist euch auch nochmal darauf hin, dass ihr heute den Prinzen abliefern müsst. Aber der Sheriff ist doch auch beeinflusst von dem. Ja. Ja. Nachdem wir den hier in Sicherheit gebracht haben. Mhm. Geht's dem überhaupt noch gut? Ich wollte gerade sagen, ich würde mir den mal genauer angucken, ob ich irgendwas an dem feststellen kann, was mir weiterhilft. Ein Puls. Ja, sowas in der Art. Ja, packst den so ein bisschen aus seiner Leichensacktüte. Ja, und man sieht keinen Flock oder sonst irgendwas bei ihm. Irgendwie, der ist halt einfach nur eine ziemlich ausgetrocknete, alte, ledrige Leiche.
Meint ihr, er braucht vielleicht auch was zu trinken? Das könnte helfen. Hey, und wenn wir ihn als er weiß bestimmt, wie man Leute findet, oder? Weißt du? Auf alle Fälle wird er die Macht dazu haben. Ja. Und da wir beherrscht sind, kommen wir nie auf die Idee, dass wenn Methusalem aufsteht, der dann Prinz wird und den alten Prinz absetzt, oder? Ist ja für uns nur gut. Sag mal, William, hättest du vielleicht noch sowas von deinem Vampir-Gimmick für ihn hier? Der findet das nämlich ganz toll, wie du das machst und möchte es mal ausprobieren. Aber der liegt doch nur rum. Der macht gar nichts. Der ist. Naja, du müsstest ihm entgegenkommen. Du hast doch die Macht über deine Gehilfen, deine. Ah, meine Kuhle. Meine guten Träger. Kuttenträger sind das, ja? Kuttenträger. Hey! Garfunkel. Der Chef! Hier, mach mal den. Das, was wir üben. Vampir-Gimmick. Mhm. Er reicht dir so seinen Arm. Mach mal bei dem. Nee, nicht mir. Da, dem da. Ich muss mal von außen betrachten, wie das Ganze funktioniert. Die Leiche? Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Streckt seinen Arm so über die Leiche. Und jetzt? Wenn ich behilflich sein dürfte. Ich schaue zu William. Na gut. Also, ich meine, ich kann ja nicht hier alles machen. Also, immer muss ich. Siri, meinst du, das ist in Ordnung? Meinst du, das ist in Ordnung? Hallo? Anfrage, Siri? Nicht verstanden. Also, der. Herr Siri ist heute. Also bitte, ja? Mir egal. Mach, was du nicht lassen kannst, aber übertreib es nicht. Ja? Übertreib es nicht. Was macht er denn dann genau mit dem Arm von dem armen Garfunkel? Ja, also ich nehme den Arm und piekse mit meinen Zähnen hinein, sodass auf ein bisschen Druck anhängt, das Blut rauszulaufen und halte das über den Mund des Vampirs. Okay. Ja. Ja, man sieht, wie das Blut die Kehle herunterrinnt, aber sonst tut sich da nicht sonderlich viel. Also zumindest nicht. Ich nehme an, du hörst dann auch irgendwann auf, damit du Garfunkel nicht tötest. Na, Logo. Und dann schaue ich mir ihn nochmal genauer an. Ist er vielleicht irgendwie. Sieht er rosiger aus? Alt und ledrig. Ja. Vielleicht, man könnte vielleicht mit ein bisschen guten Willen sagen, dass er ein bisschen rosiger aussieht, ja. Aber dann, ja. Mit gutem Willen. Sein Teint sieht schon etwas freundlicher aus, oder? Und ich schaue so zweifelnd in die Runde. Also, ganz ehrlich, ich finde das Gimmick, was der hat, total langweilig. Ja, das ist, ob man dem mal vielleicht, hey, Alter! Was machst du? Ich wackel an ihm rum. Wackelst an ihm rum, dann hörst du seine Stimme in deinem Kopf und gib mir mehr. Mehr. Na gut. Hier. Fritz ist nicht da, dann müsstest du anrufen. Na gut. Dann, Siri, wähle Fritz. Ja. Geht ans Telefon, kannst ihn rüber bestellen, wird bald kommen. Dauert gut. Was. Bis der wohnt ja, am anderen Ende von der Stadt. Sehr gut. Dauert ein bisschen. Und dann kommt wieder ein Bring mich in Sicherheit natürlich. Keine Sorge, wir sind hier in Sicherheit. Das ist der beste und sicherste Ort der ganzen weiten Welt. Ja? Es ist mein Zuhause. Ich
geh mal so unauffällig näher Richtung Melina. Bis ich irgendwann neben ihr stehe, sag aber nichts. Also, ich würde ja schon gerne wissen, vor wem der hier in Sicherheit gebracht werden will. Vielleicht ist das derselbe, der den Prinzen gekidnappt hat. Wie soll er das denn in dem Zustand gemacht haben? Also nicht der hat den, der, nein, der hat den Prinz natürlich nicht, aber vielleicht der andere, vor dem wir ihn in Sicherheit bringen sollen. Aber der ist doch tot. Hä? Nein. Vor ihr hat er doch gesagt, das andere war ein Mann, den wir getötet haben. Oder ihr. Ich hab nichts damit zu tun. Müssen wir uns übrigens noch später drum kümmern, wir müssen die Reste beseitigen, nicht, dass die Hunter irgendwie rauskriegen, dass der fehlt. Ich fasse den Typen nochmal an, diesen Körperding. Den alten, ledrigen Kerl. Ja. Genau. Ja, dann sagst doch du irgendwie, gib mir mehr und bring mich in Sicherheit. Wovor? Vor ihr. Vor wem? Helena. Ich schaue den Sheriff an. Wer ist Elena? Elena? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Hier gibt es keine Elena. Helena! Oder Helena. Doch, sie gibt es. Ich kann sie spüren. Dann frage ich den Sheriff nochmal, und eine Helena? Gibt's bestimmt Tausende in Chicago. Wir können dich erst in Sicherheit bringen, wenn wir den Prinzen gefunden haben. Sonst können wir die Stadt nicht verlassen. Der Prinz ist unwichtig. Ohne ihn können wir die Stadt nicht verlassen und dich hinausbringen. Und vor allem nicht unauffällig. Tut, was ihr tun müsst. Aber bringt mich in Sicherheit. Na, ich schau die anderen an. Irgendwelche heißen Spuren noch. Außer dieser mit diesem Hunter habe ich keine, die zu dem Prinzen führen könnte. Ihr hattet noch die Spur entdeckt gehabt, dass man, da gab es dieses Haus in der Vorstadt, also vor der Stadt, gab es in der Wildnis so ein Haus, wo der Lieblingsghoul vom Prinzen sich wohl aufhält. Der übrigens auch verschwunden ist. Das haben ja die anderen rausgefunden, nicht ich. Genau, deswegen sage ich es ja gerade, das könnte ja immer auf neuestem Stand bringen. Ja, du kannst gerne dazukommen, ja. Schreien. So, was machen wir aber jetzt? Wir müssen den Prinzen finden, sonst können wir die Stadt nicht verlassen. Oh, stimmt, richtig. Der Hunter hat uns jetzt nicht weitergebracht. Wir hätten noch diese Informationen über dieses Haus in der Vorstadt von dem Ghoul Rocky. Wer hindert euch eigentlich daran, die Stadt zu verlassen? Also, wenn Emma den noch berührt, den Typen, spricht er zu Emma. Na, die Anhänger des Prinzen. Die sind wo? Einer steht direkt neben mir. Bring ihn zu mir. Ich schaue den Sheriff an. Der Herr möchte mit Ihnen reden. Geht hin, packt den an. Und, ja. Die Stadt verlassen, ja klar, sicher. Sofort. Wir müssen die Stadt verlassen. Wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Ja, dann. Fahren
wir. Und ich gehe Richtung Tür. Ja, wer trägt den Prinzen jetzt? Immer derjenige, der so doof fragt, rufe ich über die Schulter. Also alleine würde ich das jetzt nicht packen. William, packst du mir an? Frag doch unsere Mrs. Oberstark. Meine Güte, ich pack mit an. Ja. Das ist ein alter, vertrockneter Mann. Den kann ich echt alleine tragen zur Not. Ja. Der hat keine Körperflüssigkeit und nichts. Das ist Haut und Knochen. Das trag ich immer nur ein paar Bücher auf mein Notebook, aber ich schaff das schon! Aber Bücher können verdammt schwer sein. Ja, er tragt ihn wieder in Williams Auto und dann gib ihm, oder was? Nee, ja. in das Auto von dem Ricks. Ah ja, auch gut, ja. Da ist auch mehr Platz drin, das ist wesentlich besser, ja. Und dann setze ich mich ans Steuer und fahre Richtung Gary. Mhm. Und dann fahrt ihr und ja, hast du eine Idee, wo du in Gary den Leichnam unterbringen kannst? Ich halte einfach, weil ich da das letzte Mal untergekommen bin, vor der Unterkunft von Melina. Ja, Jonathan hatte in Gary ja auch eine Unterkunft. Genau. Ja, aber das ist eine Männerboutique. Also bei mir könntest du auf jeden Fall den erstmal zwischenparken. Da wird den wahrscheinlich niemand vermuten. Ja, dann müssen wir uns. Ihn da, tut er ihn bei Melina in die Unterkunft. Ja. Ja, und ja, der Sheriff packt zwischendurch den Leichnam nochmal an, als er dann da liegt, und meint dann: Ja, sicher bleibe ich hier. Während die anderen den Prinzen suchen. Okay. Wäre das auch geklärt? Dann vermacht ihr euch zwei ja was Schönes, dann fahren wir jetzt zum Haus, wo der Ghoul wohnt. Hunger hast du? Kein Problem. Der gibt ihm, also legt seinen, also schneidet sich selbst so die Pulsader auf und legt so seinen Arm out an den Mund von dem Methusalem. Okay. Blutet er jetzt komplett aus, oder? Er hat das jetzt erstmal so gemacht. Ja, deswegen, ich schaue zu und greife im Notfall ein. Es sieht gerade so aus, als ob er ausblutet, ja. Ja, dann ziehe ich ihn da weg. Er hat schon sehr viel Blut verloren. Cool, Melina, hast du irgendwas da für ihn? Ne? Raserei, wenig Blut. Oh, schön, das macht Laune. Ah, aber schafft es. Nicht zu beherrschen. Melina, hast du irgendwas für ihn da? Ja, ich hab in meinem Haus. Der Meister will Blut. Kleinen Vorrat. Ja, ich hol ja schon. Man sieht übrigens, dass das schon ein bisschen, jetzt wo er so viel ein bisschen mehr bekommen hat, dass es schon wirkt. Also es ist immer noch eine alte, vertrocknete Leiche, aber man merkt. Mein Gott, wie viel geht in den denn rein? Siehst du, wie ausgetrocknet der ist? 7-8 Liter bestimmt. Wo kriegen wir denn so viel her? Keine Ahnung. Also ich habe hier ein paar Blutkonserven im Kühlschrank, die habe ich mir besorgt für einen Notfall. Die kann ja. Ich jetzt erstmal geben, aber so ganz weit kommst du damit auch nicht. Na, vor allem, wenn der Sheriff stirbt, sind wir am Arsch. Wir können ihn nicht mit ihm allein lassen, wenn der Alte hier ihn dann andauernd dazu bringt, sich selbst zu opfern. Ja, aber wo kriegen wir denn jetzt eine größere Menge Blut her? Ich schau mal zu Jonathan. Hast du noch was bei dir? Auf Lager, nein, ich gehe jagen. Ich meine, Jerry
Scary ist zwar wenig los, aber man findet immer irgendwo einen Penner in irgendeiner Ecke. Und ich dann finde einen Penner in irgendeiner Ecke und bring ihn her. Also wenn wir keinen umbringen wollen, müssten wir ein paar viele davon finden. Oder einen oder zwei und dann macht dann so. Ich schaue einfach weg, ich will es nicht wissen. Vor allem, wie soll ich denn herbringen? Erzählen, hey, da kriegen sie 10 Euro, wenn sie mir helfen, eine Buchwand auszuräumen. Das könnte funktionieren. Ja, ich bin gleich wieder da. Eine Buchwand auszuräumen? Regal. Ja, die ersten, denen du begegnest, die gucken dich an. Spinnst du? Ich habe... Ja, um die Zeit... Kreuzschmerzen, ja, ich muss meine Lektüre für morgen für die Vorlesung zusammensuchen und ich habe fürchterliche Kreuzschmerzen, wirklich, ich gebe euch $20, es sind 10 Minuten Arbeit. Ich muss das dringend fertig kriegen. Nee, ich habe keine Zeit, muss zu meiner Frau nach Hause. Kennen Sie jemanden, der solche Nebenjobs macht? Hör auch gern auf 30. Muss nur bald gemacht werden. Mach doch mal einen Test auf Manipulation und Subterfuge. Was? Subterfuge, ich hab jetzt auf Empathy gehofft, okay. Also willst du mir einen Bären aufbinden? Ja. Moment, wo ist mein Würfelbot für die Zuschauer? Ja. Oh ja, sehr schön, ja. Für $50 machen wir's. Jeder. Also, in Ordnung. Also, dann müsste ich nochmal schnell zum ATM, aber das können wir machen. Machen Sie Ihre Arbeit und dann gehen wir zusammen zum ATM und dann kriegen Sie Ihr Geld. Okay. Gut, dann bezahlst du die beiden und die kommen mit. Nee, sie machen erst ihre Arbeit, dann gehen wir zum Bankautomaten. Ach so, okay. Ich hatte das gerade irgendwie. Ja, gut, dann kommen sie erstmal mit. Wo ist denn das Bücherregal jetzt hier? Na hier, in meinem Lesezimmer. Und gehe ich mal. Wo soll das hin? Die Bücher sollen rausgeräumt werden. In Kartons. Um diese Uhrzeit, echt mal. Gibt schon Spinner? Ja. Dann gehe ich vor denen ins Haus, stelle mich neben die Tür und mache dann so Tada, als die reinkommen. Was ist denn hier los? Also nur mit den Büchern. Na, natürlich dort an der Wand. Der ganze Raum, die Wände sind voll mit Büchern. Ich dachte, ihr seid bei Melina. Ach so, verdammt. Ja. Sind wir. Ist das eine Leiche? Also ich hätte auch ein paar Bücher, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie du sie wahrscheinlich hast. Was ist denn für Kranke? Die machen Anstalten, sich zurückzuziehen. Moment. Kennst du mich nicht? Du kennst mich nicht? Nein. Du kennst Mortifer Morse nicht? Nein, lass mich vorbei. Guckst du kein Wrestling? Guckst du kein Wrestling? Nein. Was? Ich hab keinen Fernseher. Da muss ich dich hauen. Was? Wie, was? Ich hau ihm einen rein. Dann mach mal eine Attacke. Auf was würfel ich? Auf Geschicklichkeit und ja, wenn du jemanden reinhauen willst, dann mit Brawl. Dexterity und Brawl. Okay, Sekunde. Solltest du können, eigentlich. Hoffe ich. Sollte ich auch. Naja. Oh ja.
Gut, dann nimmst du jetzt deine Stärke und nimmst die 4 Erfolge, die du hattest, plus deine Stärke als Würfelpool. 8, also 4 Stärke und 4 Erfolge. Genau, und dann den als Würfelpool und dann nochmal. Okay, Sekunde. Oh. Ja. Ist gar nicht so schlecht, denn wenn es gut besser gewesen wäre, hättest du ihn vielleicht sogar aus dem Leben befördern können. Vielleicht so. Aber gut, ja. Schauen wir doch mal. Das haben sie nicht. Ja. Du haust ihm zumindest erstmal so eine rüber, dass er nach hinten torkelt. So. Kennst du jetzt Morte vom Mord? Ja, der andere kriegt Panik und versucht abzuhauen. Also der erste auch, aber der ist jetzt ein bisschen weiter im Raum drin und versucht sich an dir vorbeizuschlängeln. Ich schließe die Tür vor denen, also so, dass die nicht rauskommen können. Okay. Lass uns frei, lass uns frei! Dein trommelt gegen die Tür. Kennst du Morte von Mors? Nein, ich will ihn noch gar nicht kennenlernen. Der greift dich an. Trifft dich aber nicht, glaube ich. Nein. Also bitte, ja? Also bitte. Ich bin so Mord. Holt Schwung und läuft so und du machst einfach nur einen Schritt zur Seite und. So geht das nicht. Also so kann ich nicht mit dir arbeiten. Ja, das ist ja unterstes Niveau. Ja, da kann er hier, Jonathan. Bitte, was? Da kannst selbst du mehr als der. Ja, hier, zeig mal, was ich dir beigebracht habe. Zeig mal hier, wo wir nachts bei dir waren. Da habe ich dir beigebracht. Hier, Kloßlein habe ich dir beigebracht. Zeig, mach mal. Der andere zieht jetzt ein Messer aus der Innentasche und. Genau. Ich würde einen Mantel aufmachen und würde mein Schwert rausziehen und das entgegenhalten. Bitte, meine Herren, jetzt machen Sie mal nicht solche Anstalten hier. Was wollt ihr von uns? Greife mir eine andere Manteltasche mit der freien Hand, die behandschuht ist. Gebe ihm meinen Kelch in Hand. Halten Sie das bitte mal fest. Okay. Ja, halt fest. Ja, und das ist halt der. Ja, zapfst du den Blut damit ab, ne? Ja. Genau. Gefäß der Übertragung, richtig, ja. Wird dann sagen, Melina, wenn Sie einen Handschuh anziehen, können Sie das dem Gast geben. Ja, ist gerade. Da ist sie wieder. Achso, sorry. Ja, oder Emma. Ja, sorry. Ja, dann gebt ihr den Kelch dem Alten. Okay. Ja, machen das irgendwie noch so 2, 3, 4 Mal, weil wir wollen ja keinen umbringen. Was macht ihr hier für einen Scheiß? Das ist ein. Wenn man es genau nimmt, dann üben sie mein Vampir-Gimmick. Also, weil ich bin ja Mortifer Mors. Wrestling Champion of the World. Ihr seid Vampir oder was? Nein. Wir machen eine. Erheben eine Studie, eine Erhebung, also sprich eine Statistik über das Verhalten, wie fremde Menschen, wenn sie mit diesem Vampir-Gimmick konfrontiert werden, geschockt sind. Und Manipulation das war bei ihnen und Subterfuge. Oh Mann, oh. Sollte ich mir mal steigern. Ja, wenn du weiter so hanebüchene Lügen erzählst, ja. Oh, man bleibt dabei. Lady Luck loves me. Ach so, eine Studie. Das hätten wir doch gleich sagen können.
Ja, es geht ja darum, dass nichts andere Menschen mit diesem Gimmick konfrontiert werden und das auch wirklich glauben, dass das nicht... Und wo sind denn die $50? Method Acting. Ach so, stimmt. Ja, dann gucke ich mal gerade in meinen Hosentaschen, ob ich $50 dabei habe. Mal gucken, was habe ich denn ich an... Sag mir, ob du $50 dabei hast. 100, ja, Ressourcen 3. Die wollen ja jeder 50 haben. Ja, ich habe Ressourcen 3. Das ist, denke ich, kein Thema. Ja, dann kriegen die beide ihre $50 und... Ja. Vielen Dank und wär nett, wenn sie davon nichts sagen, weil wir wollen das noch mal machen, um diese Studie auch wirklich belegen zu können. Irgendwann würden sie dann, wenn sie möchten, in dieser Studie namentlich genannt werden, dass sie da geholfen haben. Okay, ja, super. Darfen wir denn jetzt dann raus? Ja, ja, aber natürlich, bitte die Herren. Gucken Sie noch mal so hoch zu William, so von unten nach oben, weil der ist ein Ticken größer. So, also ja, sind sich unsicher, als ob das sie rauslässt. Ich mache den Schritt zur Seite, lächel ganz freundlich und deute zur Tür. Bitte, meine Herren. Ja? Dann verschwinden die beiden. Ja. Und ja, die 4 Blutpunkte kriegt dann euer alter Leichnam, der jetzt schon nicht mehr vertrocknet aussieht, aber immer noch wie ein Leichnam. Braucht noch mehr, oder? Ich gehe neue besorgen. Man sagt nicht umsonst, wenn die alten Vampire aufwachen, dass dann Probleme gibt. Ja, dann würde ich es jetzt einfach ganz simpel und schnell machen. Ich würde einfach bei allen Pizzadiensten in Gary eine Pizza bestellen. Jeden Pizzaboten bitten, einmal kurz, während ich nach meinem Geld suche, das Gefäß zu halten. Okay. Ich würfe mal gucken. Ja, 8 Pizzaservice hast du da. So, ja. Auch noch vom Stadtrand von Chicago vielleicht noch ein paar. Ja, also was halt so eine Mindestbestellmenge irgendwie $10-15 mal 8 sind, also mit bei. Ja, dann könnt ihr nach und nach beobachten, wie diese Leiche halt wirklich anfängt quasi aufzutauen. Inzwischen, ja, es liegt halt nur noch ein bleicher, nackter Typ da. So als ob er schlafen würde. Sieht schon nicht mehr so nach Leiche aus. Immer noch die Augen geschlossen. Jonathan, isst du das noch? Das hat eine ganze Zeit lang gedauert übrigens. Nein, danke. Okay, dann dann nehme ich hier die Pizza Hawaii. Ich nehme die bitte, Pizza bitte. Hawaii. Ja, sehr gut. Hattest du Essen? Ja. Ah, okay, dann kannst du es erstmal für eine halbe Stunde oder so zumindest drin behalten. Warum wird der denn nicht wach? Braucht denn noch mehr Blut? Wer weiß, wie lange er schon in Starre liegt. Ich weiß es auch nicht, deswegen frage ich mal Blut in die Runde. Also, ich kenne mich mit dem Gimmick nicht aus. Das ist immer noch ein verdammt langweiliges Gimmick. Naja, zumindest ist er vor deinen Augen von der vertrockneten Leiche zum normalen schlafenden Typen geworden. Das ist schon beeindruckend irgendwie. Ja, ja, schon ein bisschen, aber es ist noch lange nicht. Masken bilden aber keine. Special Effects. Melina, hast du einen Fernseher? Habe ich tatsächlich, ja. Aber ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht so richtig Zeit. Weil wir haben ihn jetzt hier schon ein bisschen wieder hochgebracht. Ist halt die Frage, hat er uns befohlen, ihn jetzt hier komplett wieder draufzukriegen? Oder? Ja, er ist doch jetzt erstmal in Sicherheit. Das Problem ist, wenn die anderen Anhänger vom Prinzen uns auf uns die Blutjagd eröffnen, weil wir den Prinzen nicht zurückgebracht haben, dann können wir ihm auch nicht mehr helfen, weil wir dann die Gejagten sind. Naja, sie können euch hier in Gary können sie euch sowieso nicht jagen, ne? Ja, das ist auch wahr. Also können sie schon, aber dann gibt's Ärger mit dem hier ansässigen Prinzen.
Was jetzt die Chicagoer nicht unbedingt so, aber gut, das müsste ja. Wollte ich gerade sagen, weil sie den nicht anerkennen und der jetzt auch nicht wahnsinnig geil aufgestellt ist. Doch, die erkennen den schon an. Also das ist schon fest. Aber der Gary ist wirklich ein eigener Vampirstaat quasi in der Camarilla. Allerdings aber die halten ihn für eine Witzfigur. Ja, genau, das ist eine Witzfigur, genau. Ja. Sollten wir mal fragen, gehe ich mal zu dem Leichnam hin, halte ihm mal die Hand drauf. Mhm. Braucht ihr noch mehr Blut, um zu erstarken, oder ist es eine Frage der Zeit? Wie viel mehr Blut? Ich habe mich an den Lief von Rammstein, aber in Ordnung. Ja, ist jetzt die Frage. Freunde, übrigens, wollen wir so viel? Als Melina ihn angefasst hat, der hat auch Griechisch geredet, übrigens. Also, richtig. Ja. Also ist für den anderen halt im Geiste das, was sie verstanden haben, aber. Ja. Mhm. Ein ziemlich altes Griechisch übrigens. So. Interessant. Sollen wir jetzt dazu arbeiten, dass er erwacht, oder sollen wir uns auf den Weg nach dem Suche nach dem Prinzen machen? Also, ich sehe diese Prinzensuche eh nicht so richtig ein, warum wir das machen sollen. Und seine Belange sind einfach jetzt mal wichtiger als die anderen. Gut, dann gehe ich mal zum Geld wechseln. Ja. Oh. Und ich, hast du Kabelfernsehen, Melina? Also, weil heute kommt der Hauptkampf. Also, es ist schon, ich muss die WWE verfolgen. Ja, die muss ich verfolgen. Ich muss gucken, ob da heute, ja. Hast du Kabelfernsehen? Nee, ich habe hier so eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Hier schalt einfach durch, vielleicht wird's ja was. Das ist gut, danke. Ja, und ich schalte auf Wrestling. Dann würde ich mich innerhalb von Gary auch mal auf den Weg machen, weil was war denn da noch? Nee, bestimmt gar nicht. Egal. Also ihr wollt den jetzt hier zu Ende füttern, ja? Ja. Okay. Gut, dann, ja, wenn ihr das da jetzt den Rest des Tages noch Arbeit reinsteckt, dann werdet ihr das auf jeden Fall schaffen. Und der wird sich dann irgendwie gegen Ende des Tages, dann wird er die Augen aufmachen und sich erheben. So Undertaker-mäßig, Gimmick-mäßig. Und euch dann anblicken. Das war cool. Das übernehme ich. Alter, das ist eine gute Idee. Das übernehme ich. Ja. So meinte ich das vorhin. Ah, okay. Er blickt sich so, er blickt sich irgendwie um und als ob er irgendwie bestimmte Sachen irgendwie nicht erkennen würde, so irgendwie, wo er gerade ist. Und generell so mit seiner Umgebung ein bisschen nicht klarkommt. Blickt sich dann um und redet euch auf Griechisch an, wo bin ich? Ja, ich erkläre ihm, dass er hier bei mir in der Wohnung ist, in Gary. Außerhalb Chicagos erstmal. Dass das jetzt erstmal unsere begrenzte Möglichkeit war, ihn aus der Stadt rauszubringen. Und dann müssten wir jetzt weitersehen, wer auch immer die Gefahr ist, wenn er spricht von der Helena. Ich würde ihn auch mal jetzt fragen, wie wir ihn ansprechen sollen. Also wie er heißt. Ja, Moment. Der hatte so einen merkwürdigen Namen. Ich schaue mir am besten mal das PDF an. Jetzt finde ich das, glaube ich, schneller. Würde
mich interessieren, wie Melinas Griechisch auf den wirkt. So, ey, yo, Alter. Ja, das wirkt voll, Alter, sehr, also man merkt auch, er ist sehr irritiert, wenn du ihn wirklich ansprichst. Und er spricht halt wirklich auch ein altes Griechisch. So, wo ist jetzt dieser... Wenn man was sucht, ne? Also nicht. Also nicht. Ich glaube Malal oder so heißt er. Malal? Ja. Mach mal Malal. Ich sag's euch gleich noch, könnt ihr schon mal weitermachen. Nun, was sind denn eure Wünsche, Malal? Würdest du auf Latein probieren? Denk mal, das ja, vielleicht auch. Blick dich auf jeden Fall, wenn du Latein sprichst, dann blickt er dich irgendwie so wissend an, obwohl du wahrscheinlich für ihn auch ein ziemliches Vulgärlatein redest. Wahrscheinlich, ja. Hab ich. Moment. Zwar das große Latinum, aber... Nee, Menele so. Heißt er. Menele? Menele, ja. So, Menelaost oder was? Au, ja. Agamemnon. Agamemnon. Womit Melina jetzt auch weiß, wer Helena ist. Alles klar. Ja, sehr schön. Wir suchen dann jetzt mal Helena von Troja. Das ist sehr schön. Solange Adrian hier nirgendwo rumläuft, ist mir das egal. Wer weiß. Stimmt, Buch an. Ja, Menelaos. Oh, Stefan, hör auf zu spoilen hier. Wenn sie es nicht machen, dann wird auch keiner ausrufen hier. Genau. Gut. So was nennt man interaktiv und so. Ja, gut. Ja, das ist, also du hattest ihn jetzt gefragt, was er möchte, ja? Melina? Wir sind ja quasi seine Diener. Ja. Und dann würde ich nochmal wiederholen, dass wir ja. Also besonders du, Jonathan, haben. Bist, ja. Ganz besonders. Und dass dann dieser komische Sheriff-Typ will, dass wir den Prinzen von Chicago finden, der entführt wurde. Was ist Chicago? Fragt er dich auf Latein. Chicago ist eine Stadt mit Ausmaßen und sagt dann Anzahl Fläche auf dem Kontinent Amerika. Zu welchem Clan da gehörst du? Tremere. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er Tremere überhaupt kennt. Worauf an, wenn der Generation vorher ist, denke ich nicht, dass er die Tremere. Was ist ein Tremere? wir sind. Der Clan, der die Taumaturgie, die Blutmagie benutzt. Interessant. Zeig mir das. Ja, dann würde ich Feuer beschwören. Moment, lass ich mal gerade sein. Dann lass ich irgendeinen einfachen Gegenstand bei mir in der Hand erscheinen, der aber nicht permanent ist, damit es nicht so viel Blut kostet. Mhm. Dann einfach, ein Messer ist wahrscheinlich ein bisschen doof, weil es gewalttätig ist. Da würde ich Holzflock ist auch blöd. Ein Gegenstand, der nicht aus mehreren Teilen oder mehreren Stoffen besteht in unserer Zeit. Einen Würfel. Einfach meine Hand erscheinen. Einen W20 oder einen W10 oder einen W6? Einen W12. Ja. Meist gehasste Würfel der Welt. Interessant. Ich möchte mehr über diese Zeit lernen. Wir haben in der Zeit gelernt. Was macht gelernt, der da vorne? Und er deutet auf William, der vom Fernsehen sitzt. Äh,
wir haben gelernt, elektromagnetische Energie zu nutzen, um Kommunikation schneller als über Pferd und Reiter zu machen. Und würde dann einen Vortrag halten über Atome, die sich oder Elektronen, die sich anstoßen, die kinetische Energie, von denen elektromagnetische Energie erzeugt und so weiter und so fort. Guckt dir interessant, hört er dir zu, aber kannst so ein bisschen den Blick kennst du von Studenten von dir, wenn sie nichts mehr verstehen. Ich gehe zum Lichtschalter, klick, Licht an, klick, Licht aus, klick, Licht an, klick, Licht aus. Und dieses Gerät dient dazu, Botschaften zu übermitteln, aber nur unidirektional. Also man kann keine Botschaft zurückschicken, so mit einem Brief. Aber wenn ihr die Zeit kennenlernen wollt, sollten wir rausgehen. Und wir müssen Helena vernichten. Wo finden wir Helena? Und ist Helena hier in der neuen Welt? Ich denke schon. Ich kann sie spüren, sie ist nah. Wer ist euer Meister, euer Prinz? Unser Prinz jetzt, weil wir jetzt hier gerade in Jerry sind. Was ist er denn nochmal? Der hieß Modius. Modius? Modius, ja genau. Prinz Modius. Dann bringt mich zu diesem Modius. Wie viele Vampire wohnen in dieser Stadt? Nein, er wird es wissen. Entschuldigt, Meister, aber wird er euch nicht als Gefahr ansehen? Ich bin um eure Sicherheit besorgt. Dann sorgt dafür, dass mir nichts passiert. Steckt mein Schwert weg. Wie ihr wünscht, Meister. Kommt der Sheriff auch mit? Weil der ist ja auch. Der ist ein bisschen stoned noch, weil er hat super viel Blut verloren. Ja. Kann sich kaum noch halten. Ist weggetreten. Und wer ist er? Er war die Ursache, dass wir nicht hier hin konnten, nicht wahr? Und zeigt auf den Sheriff. Ja, er ist der Sheriff des Prinzen von Chicago. Und er hat uns den Auftrag gegeben, seinen Meister wiederzufinden. Also den Prinzen wiederzufinden, der möglichst ohne, dass jemand mitkriegt, dass er überhaupt verschwunden war. Das heißt, die Nachbarstadt ist geschwächt. Hervorragende Ausgangsposition. Ja, aber wir wissen nicht, wodurch geschwächt. Man findet es heraus. Sind wir dran. Ich bleibe mit dem Kerl hier und ihr holt Modius. Okay. Danach findet ihr heraus, was den Prinzen der Nachbarstadt genommen hat. Okay. Ja, und der geht zu dem Sheriff hin und du bist also der Sheriff. Guck dir so an. Zieht ihn so ein bisschen hoch, weil der denkt, der hängt so im Sessel so. Ja, Leute, dann machen wir uns mal auf die Socken, wa? Zum Prinzen. Ja. Oder was meint ihr, William und Emma? Wie, was meinen wir? Was habt ihr überhaupt da die ganze Zeit besprochen? Oh, Herr Menele hat uns aufgetragen, den Prinzen von Gary Molius hierher zu holen.
Wieso denn das? Nun, also die Maskerade vor, wenn man in dann die Heimstatt eines Prinzen kommt, dass man sich dort vorstellt. Und nun, er will halt wahrscheinlich nicht dorthin, weil er eine Bedrohung für den Prinzen darstellen könnte und seine Sicherheit gefährdet wäre. Deswegen will er den Prinzen hier haben. Und wie sollen wir ihn dazu bringen, hierher zu kommen? Das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal. Ich schaue so baff von einem zum anderen. Na dann macht. Heißt, ihr bleibt hier, oder was? Ich kann gern mitkommen, aber ich wüsste nicht, wie ich einen dieser Prinzen dazu bringen sollte, etwas zu tun, was er nicht möchte. Die sind nicht gerade sehr entgegenkommend. Ja, wo spricht ihr das in seiner Anwesenheit und nebenan? Oder wenn ihr nebenan spricht, wie laut? Also kriegt ihr das mit? Aber das ist jetzt unser Auftrag. Ich weiß nicht, wo sitzen Emma und Dings, dann sitzen die zusammen vor dem Fernseher. William guckt ja Fernsehen, hat er ja gesagt. Na, ich wäre schon bei euch, aber ja, ich habe halt ja die ganze Zeit... Was er gesagt hat, ne? Ja. Ich habe es aber nicht verstanden. Ach so. Ich habe halt so immer hin und her geguckt und habe gedacht, irgendwann werden sie mir schon sagen, was los ist. Und als sie mich dann angesprochen haben, ja, dann gehen wir wohl zum Prinzen, habe ich gedacht, Ach so, okay. Info? Ich kann weder Griechisch noch Latein. Das war der Fehler. Ja, er hat gerade gesagt, er hat uns zwei neue Aufträge gegeben, nämlich einmal den Prinzen hierher zu holen und zum anderen rauszufinden, was mit dem Prinzen von Chicago ist. In dieser Reihenfolge. Er guckt Melina an und fragt so, wo ist das Problem? Und dann guckt der William an und meint, geht zu William rüber, stellt sich zwischen Fernseher und William, meint, du sprichst dann auf Griechisch zu ihm. Ich will deine Stiefel, deine Hose und dein Hemd. Ey, Alter, geh mal aus dem Bild. Hallo, hallo, da läuft gerade der Hauptkampf. Hallo, das ist der Main Event. Wächter, mach einen Schritt zur Seite, mach einen Schuh. Verpiss dich, hau ab. Er blickt so rüber zu Jonathan und Melina. William, er hat dich gerade um deine Klamotten gebeten. Alter, willst du mich weißt, verarschen? Guck dir schon, den mal an. Was weiß ich? Du hast doch von seiner besonderen Macht auch gespürt, oder nicht? Naja, aber... Glaubst du wirklich, dass das klug ist, dich ihm zu widersetzen? Naja, sagen wir es mal so. Gib du ihm doch deine Schuhe. Ich meine... Ich laufe doch hier nicht barfuß durch die Gegend. Weißt du, wie dreckig dein Fußboden ist? Der ist echt sauber. Das ist echt soldatische Pedanterie. Also da kommst du jetzt nicht raus. Nee, Alter. Weißt du, nachher will er noch meine Unterhosen. Geht's noch? Hier, der Sheriff, der ist ungefähr genauso groß. Na, soll er die Klamotten nehmen? Die sind doch eh viel schöner als meine. Blick dich an. Versteht ja kein Wort von dem, was William sagt. Er möchte dir dann die Sachen nicht geben, Nele. Er sagt, der Sheriff ist doch genauso groß, du sollst die nehmen. Kann er jetzt mal einen Schuh machen? So einen Schritt zur Seite? Einen Schritt auf dich zu, packt dich an den Schultern und dann hörst du seine Stimme wieder in deinem Kopf. Meinst du, deine Sachen gefallen mir besser. Ich nehme deine Sachen. Dafür wirst du Sheriff. Ich hab doch schon ein Gimmick. Will ich ein Gimmick vom Sheriff? Hallo. Das ist dein ich Gimmick. Bin... Ah, okay. Naja. Ich bin immer eins. Dann halt meine Klamotten. Ist mir auch egal. Ja. Ich ziehe meine Klamotten aus. Ja? Gut.
wenn ich dann da in Unterhose stehe, deute ich auf sie, die auch. Na, und fange an, sie runterzuziehen. Nimmt er alles, was er kriegen kann. Jonathan macht so. Dann guckt er rüber zu Jonathan und meint so, mach neu. Aber alles? Kannst du wenigstens jetzt mal aus dem Weg gehen? Er ist nackt. Du stehst im Bild. Mein Sheriff sollte nicht nackt sein. Die gleiche Kleidung? Ja. Das entschuldigt mich, Lord, dafür habe ich nicht genug Blut. Dann hol dir welches. Nur Blut, ein Teil herzustellen. Hätten wir jetzt ja schon Gary halb ausgetrunken gehabt. Wird es gar nicht so einfach, jetzt noch an Blut zu kommen. Kann irgendwer vielleicht mal dem alten Mann sagen, weißt du, der sieht ja verdammt gut aus in meinen Klamotten, sind ja auch meine Klamotten. Kann aber trotzdem bitte einen Schritt zur Seite gehen, da läuft immer noch der Main Event. Oh, verdammt nochmal. Gar nicht, ist gerade Werbung. Oh, na, kann ich ja nicht sehen, der steht ja davor. Ich verschiebe den Sessel so, dass ich an ihm vorbeigucken kann und lasse mich wieder in den Sessel fallen. Ja, er macht einen Schritt zur Seite, weil er hat wohl instinktiv begriffen, dass du die Werbung gucken willst. Hört auf dich. Danke, danke. Sehr gnädig. Großartig, ja, wie viel kannst du denn herstellen, Donovan? Ja, ich schaue gerade nach. Ich glaube, eine permanente Herstellung kostet mich 5 Blutpunkte. Und ja, wenn ich jetzt was zu tun. Skier, Schuhe, Hose, Unterhose und was, Jacke noch? Mhm. Also 4 Teile machen muss, brauche ich 20 Blutpunkte. Check ich gerade nochmal nach. Nur mal so eine Frage am Rande. Wie habt ihr euch das denn jetzt vorgestellt? Was genau? Na, den Prinzen von Gary hierher bringen, den Prinzen von Chicago finden, alles aufklären und das am besten noch innerhalb von 5 Minuten, damit unser lieber neuer Freund uns wohlgesonnen ist. Habt ihr etwas, was was dem Prinzen, den ihr sucht, gehört? Gilt die Festplatte als Besitz? Probier's aus. Ja. Ich würde die Festplatte rausziehen, also das Original, nicht die Kopie. Die Kopie habe ich noch. Nimmt die Festplatte in die Hand. Die war in dem Computer drin, den du aus dem Dingens hattest, ne? Genau, den er benutzt hat, seinen Computer. Ja, konzentriert sich kurz, meint so. Sein Gehilfe hat ihn genommen. Welcher Gehilfe? Dessen, den du suchst. Ja, ja, der hat aber... Oder wie er heißt. Okay. Was machen wir jetzt zuerst? Holen wir den Stümper anderen... versucht zu verbergen. Die Platte hat ihn gesehen. Ja. Den hatten wir ja schon so ein bisschen im Verdacht. Wenn der von jemand Neuerem geholt wurde. Was sind das für Zeiten, in denen man sich nicht mal mehr auf seine ganzen Gehilfen verlassen kann? Das muss sich ändern. Hm. Ja gut, wo sich Rookie wahrscheinlich aufhält, wissen wir. Wir müssen aber trotzdem auf jeden Fall vorsichtig sein, weil das nicht nur, wahrscheinlich nicht nur der Ghoul selbst ist, der da auf uns wartet. Weil wenn er diese Eigenschaften hatte, die er braucht, um dieses Verbrechen zu begehen, was wir jetzt ja gerade gehört haben,
dann müsste er ja von jemandem mit niedrigerer Generation gekult worden sein, was den Einfluss des Prinzen, den er jetzt anscheinend selbst gekidnappt hat, praktisch überschrieben hätte. Das heißt, wer weiß, wer dahinter steckt und diesen Rookie zum Instrument gemacht hat, um sich damit des Prinzen zu bemächtigen. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wer dahinter steht. Er legt wieder William die Hand auf die Schulter und meint: Warum kämpfen diese Gladiatoren und für wen? Was? Ach so. Ja, ganz einfach. Pass auf, das da, das ist der Heel, ja? Das heißt, das ist der Bösewicht. Und der da drüben, das ist der Gute. Und die beiden haben gerade ein bisschen Beef, ja? Das heißt, der eine will von dem anderen etwas haben, weil der eine hat die Ische des anderen angemacht. Und deswegen kämpfen jetzt quasi um die Ische, damit der eine die Ische der anderen dann haben kann für einen Monat. Also, ja. Und ja, darum geht es jetzt gerade da, weil der Titel, der ist ja bei mir. Ich bin ja Mortifer Morse, der Champion of the World! Also, hier, siehst du den Gürtel? Das ist der Champion-Gürtel. Der, also nicht von der Liga, sondern von der anderen, also von der Liga, die viel größer ist als die Liga, die da gerade im Fernsehen läuft. Aber die können ja gerade im Augenblick nicht Und so du viel kämpfst senden, weil, auch in diesem naja, Kasten? nicht unbedingt in diesem Kasten, da in einem Ring, aber im Augenblick nicht, weil ich habe ja keine Klamotten und nackt Die gerade besorgen. darf man dann nicht oder sollte man nicht, obwohl das bringt bestimmt Einschaltquote. Das könnte Was ist eine funktionieren. Einschaltquote? Naja, also Menschen, die so wie du jetzt gerade in den Fernseher reinstarren, nennt man eben Zuschauer. Und davon gibt es halt ganz viele auf der Welt. Und wenn man dann den Kanal einschaltet, dann errechnet man halt eine Einschaltquote. Wie viel Prozent der Menschen, die diesen Sender empfangen, haben da jetzt eingeschaltet bei der Sendung? Und daraus ermittelt sich, also das macht man auf der sogenannten Nielsen-Skala. Und die Nielsen-Skala ist eben, ja, die Skala, auf der eben errechnet wird, wie viel Prozent der werberelevanten Zuschauer da einschalten. Und Und damit das sehen viele? ja, ziemlich. Also Das die heißt, letzte. man kann mit diesen Kämpfen die Leute manipulieren. Ja, na klar, also ich meine, bestimmt, weil ich bin ja Für wen kämpfen Mortiform. diese Gladiatoren? Na, also die da jetzt gerade kämpfen, haben einen Promoter, der ist schon relativ alt und der kann auch nichts, aber Nachdem ihr die der. anderen Sachen gemacht habt, bringt mich zu dem Promoter. Naja, ich meine, okay, kann ich nicht machen. Ich meine, ich wollte da schon immer mal nach. Du bist der Anführer von diesen Leuten aus diesem Kasten. Zeig doch Ja, deinen Gürtel. schon. Na klar bin ich der Anführer. Also ich Dann bin sollte das halt. ja kein Problem sein. Natürlich nicht. Also Ich Problem. werde zu den Menschen sprechen und dass wir Helena aus ihrem Versteck heraustreiben. Ja, wer auch immer Helena ist, ist mir auch egal, aber Er spricht Hauptsache übrigens ich jetzt bleib. seit kurzem ein paar Brocken, also er spricht nicht nur noch Telepathisch, er hat schon ein paar Brocken Englisch gelernt inzwischen. Sehr beeindruckend. Siri, merke dir, ich brauche auch so einen Sprachtrainer. Ja, wenn ich immer. Widersprich mir nicht ständig, besorg mir einfach so ein Bubble, Bubble, Öffne Bubble, Bubble. ja. Ja gut. So, German. Öffnet die App für Deutsch, ja. Gut, und ich übe jetzt ein bisschen Deutsch. Ist klar. Ja, der guckt ganz fasziniert das Wrestling-Programm gerade.
Aber vor allen Dingen auch die Werbung, die ist auch sehr interessant. Ja, und wenn die Werbung vorbei ist, erkläre ich ihm halt groß und breit, wer wer ist und was was ist und wie und überhaupt alles. Mhm. Ja, ist dann seid ihr zwei doch super gut beschäftigt, dann könnten wir doch jetzt irgendwie die anderen Dinge insofern in Angriff nehmen, dass wir versuchen, den Prinzen hierher zu holen. Das war jetzt unser erster Auftrag. Mir ist nicht so ganz klar, wie wir da rankommen, weil wir ja eigentlich nichts darüber verraten dürfen, dass der andere Prinz verschwunden ist. Aber ich glaube, dass wir in so einer Position mit Ehrlichkeit noch am weitesten kommen, dass wir einen Vampir mit wahrscheinlich sehr niedriger Generation gefunden haben, der uns aufgetragen hat. Ihr könnt auch einfach sagen, Mortifer Mors ist da. Also, weil jeder möchte ja Mortifer Mors und der Prinz, der kennt mich ja schon und der hat ja das letzte Mal auch schon ganz fasziniert auf mich und meinen Gürtel. Ich war ja der Mittelpunkt. Wir sollten doch auch Nachricht nach Chicago bringen. Das war doch unser Auftrag. Vielleicht können wir ihn damit irgendwie... Damit kommen wir auf jeden Fall so weit, dass wir vor ihm vorgelassen werden und mit ihm sprechen können, ja. Aber wie kriegen wir ihn dann in meine Wohnung? Der Auftrag war ja, den Prinzen hierher zu holen und nicht... Also, Melina, wenn ich dir das erklären muss, wie du einen Mann in deine Wohnung kriegst, dann tut's mir leid. Ich gebe dir den Schlüssel und überlasse die Aufgabe dir. Dafür scheinst du mir die Expertin zu sein. Immerhin Nein, ist danke. Er vom gleichen Clan wie sie. Ja. Ich habe nicht unbedingt guten Draht zu diesen Prinzen-Heinis. Gut. Ich bin immer noch dafür, dass du einfach sagst, Mortifer Mors ist hier. Ja. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf den Weg machen. Vielleicht fällt uns ja unterwegs noch was ein. Gut, wir machen eine kurze 5-minütige Pinkelpause und sind dann gleich wieder da mit im Fahrzeug ohne William, weil der ist ja noch nackt. Oder willst du trotzdem mit William? Der Hauptkampf ist vorbei, also na klar gehe ich mit. Ne? Jonathan ist ja schon dabei, dir neue Klamotten zu spawnen. Hauptsache mein Gürtel ist noch da. Also den wollte er hoffentlich nicht haben, weil den kann er leider nicht, das geht nicht. Den muss er sich verdienen, ne? Definitiv, im Ring. Ich glaube, damit hätte er auch kein Problem, aber gut. Ja, 5 Minuten Pinkelpause und dann sind wir gleich wieder da. Macht's gut.
Da sind wir wieder. Alle wieder da. Moment, ich muss gerade mal hier. Jonathan Bauer ist wieder da und isst gerade noch ein Häppchen. Und auch Melina ist wieder da. So, ja, alle zusammen auf Richtung Modius im Auto von William, oder seid ihr jetzt im Auto immer noch von dem getöteten Vampirjäger unterwegs? Mein Auto steht ja da nicht. Mein Auto ist bei mir. Genau, ihr seid ja, ja, ihr müsst ja quasi das nehmen. Ja, genau. Entschuldigung, ja. Ich war irgendwie ein bisschen abwesend. Gut, dann immer noch mit dem Van vom Vampirjäger unterwegs. Und, was für eine Jahreszeit ist denn gerade? Entschuldigung, wenn ich ganz kurz reingrätsche. Ja, so jetzt wie jetzt halt so. Ne? Es ist echt irgendwie, es ist der dritte Januar oder so. Wir genau, waren ach ja, doch, genau, ja, stimmt. Ihr seid ja beim Neujahrsding, genau, es ist Januar, genau, ja, stimmt. Mir ist ungefähr so kalt. Ja, Jonathan. Wenn die gequatscht haben, habe ich nochmal mein Geldwechselding bei den Nachbarn abgezogen. Ich 5 Dollar wechseln, dann kann sie mal kurz den Kelch für meine Oma halten. Mhm. Der will ich ja verschenken, dafür brauche ich Geld zum Tanken, um dahin zu fahren. Ja. Oder Kleingeld für die Parkautomaten. Und wenn ihr Geld dann den Kelch halten, Geld wechseln, weg, gut. Das halt zehnmal machen. Ja, das Ding ist schon richtig praktisch, ne? Ja. Mhm. Gut, dann hast du dem William ein paar Klamotten besorgt. Genau. Das heißt, die muss gar nicht kalt sein, dem William. Boah, sehr gut. Boah, cool, cooler Mantel. Cool, der Mantel, der ist einfach. Ich kann verstehen, warum er ihn haben wollte. Also ich kann es echt gut verstehen. Das ist halt. Guck dir den Mantel an, Jonathan. Guck ihn dir an. Guck. Ist das meine nicht Frage, darf ich das mal einwenden, lieber William? Ist das auch der Mantel, in dem Siri ist? Dam, dam, da! Siri. Können wir bitte mal Hallo anhalten? Anhalten. Wer fährt denn gerade? Eben ist er Emma gefahren. Ja, ich fahre. Ich halte an. Ich komme gleich wieder. Ich muss weg. Und ich renne zurück zu dem Haus. Ja, ihr seid schon ein paar Blocks gefahren, müsst ein paar Blocks wieder zurückrennen. Dauert ein paar Minütchen. Ja, kommst du an der Tür an. Hast du Melina wahrscheinlich, aber hast du Melina nach dem Schlüssel gefragt, weil nur sonst. Ja, logisch. Ja. Ja, machst die Tür auf. Du. Ja, ich kommst rein. Keiner da. Fernseher ist an, noch. Hallo? Siri? Siri? Bitte melde dich. Ja, du durchsuchst die in Panik wahrscheinlich das Wohnzimmer und ja, neben der Fernbedienung liegt Siri noch auf dem Tisch. Puh. Siri, ganz ehrlich. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht immer weglaufen. Ja? Nicht? Weglaufen. Mein Gott. Ich hab mir Sorgen gemacht. Du hättest, wo weiß Gott sein können. Man hätte dich entführen können. Oder Schlimmeres. Hätte ein Software-Update machen können. Ja. Ich stecke Siri ein und renne wieder zurück. Ja, okay. Wenigstens ist dir jetzt definitiv nicht mehr kalt. Nein, definitiv nicht. Nein. Danke, dass aber ihr ist ja Sportler, der kann das ab. Gewartet habt, der alte Mann ist nicht mehr da. Aber egal. Ich hab Siri. Der Sheriff auch nicht. Der Sheriff ist auch weg. Aber
Egal, lass uns erstmal jetzt zu Prinzen. Der möchte schließlich Mortifamor sehen. Puh. Und dann bringen wir ihn in die Wohnung und da ist keiner? Ist mir schade. Fahr einfach los. Ich schaue die anderen fragend an. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt unser Auftrag, den Prinzen dahin zu holen. Ich weiß aber nicht, was Menele für Möglichkeiten hat. Wenn der will, dass der Prinz dahin kommt, dann bringen wir den Prinzen dahin, würde ich sagen. Und ich verlasse mich darauf, dass er dann auch da sein wird. Gut, dann fahre ich Richtung Prinz. Gut, dann kommt er an diesem Hügel an, den ihr schon kennt, mit diesem Herrenhaus oben auf dem Hügel. Diesen alten, verlotterten, schmiedeeisernen Tor vor. Ich steige mal aus dem Wagen aus und schaue, ob das Tor auf ist. Ja, lässt sich relativ leicht aufschieben, ja. Ja, dann mache ich das, steige wieder ein, fahre aufs Grundstück und halte vor dem Haus. Ja, wie beim letzten Mal auch, das Grundstück, soweit man es halt betritt, verwandelt sich ein bisschen in etwas schöneres Grundstück. Von außen sieht das alles ein bisschen alt, verrunzt und sonst was aus. Hier drin sieht es sehr gepflegt aus und fahrt auf das Grundstück und da steht auch wieder dieser Butler vorne vor der Tür und erwartet euch schon. Und als ihr dann aussteigt, was kann ich tun für die Herren und Damen? Wir wollen zum Prinzen und ihm mitteilen, was wir erlebt haben. Wen darf ich melden? Mortifamos, Wrestling Champion of the World. Und Anhang. Ich werde das so in etwa weitergeben. Und dann tapert er Richtung Tür, verschwindet kurz. Kommt dann nach so 5 Minuten oder so wieder raus. Ich darf bitten. Seht ihr, so einfach geht das. Ich hab's immer gewusst. Ja, selbstverständlich. Ich gehe vorweg. Wunderbar, wunderbar. Ja, und ihr kennt das ja nur von der Party bisher. Also ohne die Party-Dekoration hier sieht das alles ein bisschen verlassener aus hier in dem Haus. Und der Prinz steht wieder oben an der Treppe und schaut zu euch herunter. Und meint dann, herzlich willkommen. Ihr habt meine Anweisung ausgeführt und meine Nachricht überbracht. Wie hat er reagiert? Also, wenn man's genau nimmt, gar nicht. Wie, gar nicht? Er ist weg. Was soll das heißen? Ich schau mal zu Melina, so viel sagen wie, das wollten wir doch nicht sagen. Ja, das habe ich auch. Aber ich verdrehe schon die Augen und überlege gerade, wie ich... Also wir haben ihn nicht angetroffen. Er wollte, also das ging nicht. Wir haben aber was anderes ausfindig gemacht, was von viel größerer Bedeutung und Relevanz ist, glaube ich. Also auf jeden Fall für uns jetzt ganz unmittelbar. Und wir das haben, wäre? Wir haben in den, also, wir haben einen sehr alten Vampir gefunden. Ah ja. Was heißt, soll das heißen, alten Vampir? Er ist sehr alt, ich habe keine Ahnung, also
war völlig vertrocknet und hat uns aufgefordert, ihn mit Blut zu versorgen. Und woher wisst ihr, dass er alt ist? Der sah echt alt aus. Der sprach auch nur alte Sprachen zuerst, hat sich da jetzt aber neue angewöhnt. So. Altgriechisch, Latein konnte er auch. Der ist jetzt in meiner Wohnung und sagte, wir sollen dich hinholen, weil er dich kennenlernen will und mal mit dir reden muss. Und das schien uns jetzt erstmal dringlicher, als noch weiter versuchen, beim Prinzen vorgelassen zu werden in Chicago. Also der hat uns gesagt, es wäre jetzt auch wichtiger. Und wer sind wir denn, dass wir das so... Weißt du? Und der war hier in der Stadt, in Gary. Wie war? Nein, der war in Chicago, aber jetzt ist er in Gary. Vielleicht ist es ein Trick von Lodin, um mich zu kidnappen oder mir etwas anzutun. Habt ihr da mal nachgedacht? Also ich kenne jetzt zufällig Lodin. Einen uralten Vampir in Chicago und der verlangt natürlich den Prinzen der Nachbarprovinz zu sprechen, die Chicago bald niedermachen wird und zu ihrem wahren alten Glanz zurückkehren wird. Ehrlich gesagt können wir uns das nicht vorstellen. Er wollte aus Chicago weggebracht werden. Er nannte es in Sicherheit gebracht werden. Außerdem glaube ich, also ich habe ihn jetzt ja noch nicht kennengelernt, aber ich wäre unsicher, ob jemand wie Lodin nach allem, was ich über ihn weiß, wirklich so eine Macht um sich scharen konnte, dass er alte Vampire kontrolliert. Naja. Wer würde denn das mit sich machen lassen, wer bei klarem Verstand ist? Herr Prinz, wenn ich dürfte, er kannte das Haus Tremere nicht. Der kriegt große Augen. Echt alt, sag ich ja. Ihr seid sicher, dass er das nicht vorgespielt hat? Wenn, dann hat er das so gut gespielt. Ich hab's total gekauft. Es gibt gute Schauspieler. Und er guckt so Richtung Emma. Und dann wieder Richtung William. Guckt Emma, hast du es ihm abgekauft? Also, er hatte definitiv Fähigkeiten, die das unterstrichen haben. Und er konnte erst gar kein Englisch und dann nur ein paar, also er hat ziemlich schnell ein paar Brocken gelernt. Der Akzent war ziemlich überzeugend. Ich glaube nicht, dass er das gespielt hat. Und ich weiß nicht, diese Ausstrahlung, diese Aura, sie wirkte einfach anders als bei den Vampiren, die uns sonst begegnet sind. Ich glaube nicht, dass man das schauspielern kann. Also ich möchte ja nur sagen, aber ich kann auch ein paar Brocken Deutsch. Hallo. Wie geht's dir? Das heißt wie, nicht wie. William. Ich war ja mal in Deutschland. Also, Jonathan, ja. Möchtest du mich Morte vermors etwa korrigieren? Ich habe in Deutschland studiert, deswegen kann ich Deutsch relativ gut. Das ist eine sehr gute Information, denn dann wirst du mich ab sofort unterrichten. Wir werden jetzt Zeit dafür finden, gerne. Ja, wir können eigentlich gleich anfangen. Was ist denn jetzt? Ja. Schauen wir mal an, wie der Prinz jetzt weiter denkt, reagiert.
Nun, warum kommt dieser, wie hieß er? Menele. Nie gehört. Warum kommt er nicht hierher? Er fürchtet einen Gegner namens Helena. Genau. Und ich vermute, das ist so ein kleines Machtspielchen. Auch nie das gehört. Helena, Helena, sagt mir nichts. Ne? Er meinte, er würde spüren, dass sie sich hier in der Nähe herumtreibt. Noch so eine Sache, wenn zwei davon hier in der Gegend rumspuken. Wisst ihr, was witzig wäre, wenn das die aus der griechischen Mythologie wäre? Der Menele, das klingt doch so ähnlich wie Menelaos, der König. Und Helena war seine schöne Frau, die geklaut wurde von Paris und die deswegen den Trojanischen Krieg angezettelt haben. Gibt's die noch? Mal. Das wird ja, also, zählt so einen Finger ab, bedeuten, dass er über 3000 oder mehr Jahre alt ist? Unmöglich wäre es nicht, oder? Also so lange einen Ehekrach durchzuziehen, fände ich schon sportlich, aber weiß. Man weiß ja nicht, wie lange er geschlafen hat. Immerhin mussten wir ja, nun, ich denke, so viel Blut in den Reihen pumpen, dass mindestens 5 oder 6 Vampire unserer Generation von leer auf voll wären. Ja. Nun, wenn ihr da sicher gehen wollt, der Doktor in Chicago ist ziemlich bewandert mit der griechischen Mythologie. Ich meine nur, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn das stimmt, was er uns sagt, und außer ihm noch eine hier in der Nähe rumläuft, dann wäre es doch besser, wenn wir uns die Zuneigung eines dieser beiden starken Vampire sichern würden, oder? Natürlich, das wäre gut für Gary, wenn wir einen so alten Vampir an unserer Seite hätten. Deswegen, und er möchte euch kennenlernen, werter Prinz. Das gibt doch sogar die Maskerade vor, dass man sich beim Prinzen vorstellen muss. Das ist wahr. Wo hält er sich jetzt auf? In meiner Wohnung. Nun, dann. Ich traue der Sache irgendwie nicht so richtig. Wie können wir das machen? Nun, wir sind ja an eurer Seite. Nichts für ungut, aber euch kenne ich auch noch nicht sehr lange. Wie kriegen wir das hin? Ich meine, wenn ein so alter Vampir, ist natürlich auch eine Gefahr für mich. Naja, er wirkt nicht sehr aggressiv. Einmal das, aber zum anderen lässt sich ja garantiert auch irgendwie ein, ich will jetzt nicht Waffenstillstand sagen, weil wir ja gar keinen Krieg haben, aber ihr kennt es doch, wenn Verhandlungen zwischen zwei Parteien vorherrschen, dass man sich gegenseitig freies Geleit und solche Dinge zusagt. Man müsste jetzt einen neutralen Punkt vielleicht finden, wo man sich treffen kann. Und ich wüsste nicht, warum das nicht meine Wohnung sein könnte, weil der keine weiteren Unterstützer bei sich hatte. Der war wirklich allein und hat uns jetzt dazu aufgefordert, sich um ihn zu kümmern. Wenn wir uns an einem neutralen Ort treffen, das ist keine schlechte Idee. Und zwar im Diner. Wo noch viele Leute drumherum sind. Okay. Morgen um dieselbe Zeit am Diner. Am Diner. Wir bräuchten dann aber von beiden Seiten die Zusicherung, dass
auch auf dem Weg hin und zurück nichts versucht wird. Naja, wenn er wirklich ein so alter Vampir ist, dann hat er ja vor mir nichts zu befürchten. Und wenn wir uns jetzt die Hand darauf geben, ihr von ihm auch nicht. Das ist jetzt die Vereinbarung. Wir treffen uns an einem neutralen Ort und An- und Abreise sind unbehelligt. Das Deiner ist ein Elysium, das heißt keine Vampirkräfte. Das heißt, wir werden dort zumindest so, wenn jeder die Maskerade achtet, hat jeder etwas davon. Im Elysium gibt es keine Aggression und keine Vampirkräfte. Ja, ich argumentiere ja auch gar nicht gegen den Treffpunkt. Ich versuche nur gerade noch rauszuhandeln, dass Hin- und Rückweg auch mit drin sind in unserer Abmachung. Das kann ich ja nicht kontrollieren, wie er hin und zurückkommt. Und ihr mich ja auch nicht. Nein, aber es ging doch jetzt die ganze Zeit darum, dass irgendwelche verborgenen Attacken versucht werden. Und wir sichern euch zu, es passiert von Seiten von Menele auf eurem Hin- und Rückweg zum Elysium nichts und ihr sagt uns, ich versuche auch nichts. Ja, ich mache nichts. Hand drauf. Von mir aus auch das, wenn euch das Ehrenwort eines Prinzen nicht reicht. Der ehrenvolle Handschlag eines Prinzen soll mir genug sein. Und ich gucke ihm dabei in die Augen. Also nichts für ungut, aber ich als Sheriff... Gott, mach das nur schlimmer. Oh, Scheiße, ey. Was? Welcher Sheriff? Na. Sheriff von halt. Was? Na, von dem anderen. Was soll das heißen? Na, der hat meine Klamotten haben wollen. Ich habe ihm meine Klamotten gegeben und er hat gesagt, ich bin jetzt ein Sheriff. Das heißt, ist der Prinz von Chicago? Ist das, nein. Das, was er nein. Mir das ist das, was er mir... Ihr wollt mich doch mal nein. Ach nein, er hat euch verraten. Das nicht, aber vielleicht wird er ja der Prinz von Chicago. Nein, das wird er nicht. Ich werde mir diese Stadt einverleiben. Dann könnt ihr ihn als Verbündeten auf eurer Seite brauchen. Nein, was Mortifer sagen will, ist, dass es mit Mortifer, das habt ihr ja nun auch schon gemerkt, nicht immer so ganz einfach ist. Und der Prinz braucht da halt was zum Anziehen, weil er nämlich jahrelang in der Starre gelegen hat und seine Sachen ihm vom Leib weggefault sind über die Jahre. Und das passte von der Größe her. Und um von William die Sachen zu kriegen, musste er halt ein bisschen argumentieren. Das ist alles. Und außerdem habe ich ziemlich coole Klamotten. Auch das natürlich. Wer würde nicht in sowas rumlaufen wollen? Ich bleibe dabei. Ich biete euch den Treffpunkt im Elysium an. Alles Weitere kann ich nicht dafür bürgen. Eine Frage noch, Modius. Kann man denn Prinz von zwei Städten gleichzeitig sein? Ja, man kann sie vereinen. Zu einem großen Bereich. Zu Shigeri oder Gary Cargo. Wenn du es so ausdrücken willst, natürlich wird es nur Gary sein. Ah, verstehe. Chicago wird niemanden mehr kennen, wenn wir damit fertig sind. Wir werden uns rächen für das, was sie uns angetan haben. Los, geht und überbringt ihm diese Nachricht. Morgen um dieselbe Zeit im Elysium. Kommt, geht, bringt dem das, bringt jenem dies. Sehe ich aus wie ein Bote, wie ein Postbote oder wie ein Paketlieferdienst? Habe ich keine Ahnung. Du bist ein Sheriff anscheinend. Das stimmt, ich bin ein Sheriff.
Also verhalten Sie sich. Tja, mit so. Großen Titeln kommen große Verpflichtungen. Komm, wir gehen raus. Ja, ich werde jetzt mein Vampir-Gimmick weiter üben. Das ist klug. Gut, dann geht ihr nach draußen und an dieser Stelle, weil es schon etwas fortgeschritten ist mit der Zeit und ich ziemlich müde bin, haben wir uns eben in der Pause darauf geeinigt, dass wir so um 22 Uhr Schluss machen. Das passt ja jetzt gerade ganz schön. Wann es weitergeht, das erfahrt ihr auf dem Nerdpol, www.nerdpolforum.de mit einem Bindestrich noch dazwischen. Da oben läuft es die ganze Zeit durch die Adresse und eben hat es der Mischka auch freundlicherweise in den Chat gepostet. Da könnt ihr auf jeden Fall im Kalender nachgucken, wann diese Runde weitergeht. Und da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Runden. Der Mischka streamt jeden Tag, fast jeden Tag irgendwo was. Ja, und andere Leute auch spielen noch viel coolere Runden als diese hier. Und ja, Mittwoch geht es, wenn so Gott will, hier auf diesem Kanal weiter mit Cyan. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und danke an meine Spieler und vor allen Dingen danke an die, die zugucken, nachgucken oder sonst irgendwas machen. Falls ihr mir was Gutes tun wollt und falls ihr wollt, dass diese Videos hier gesammelt auch auf Vidme erscheinen, dann geht ihr mal auf Vidme und sucht da mal nach der Koali. Und dann könnt ihr mir ein Follow da lassen, weil ich brauche 50 Stück, damit man diese langen Videos da hochladen kann. Momentan 20 Minuten, das reicht ja für keinen Rollenspiel-Stream. Das heißt, schön Follow da lassen, dann kommen die auch da schön hoch und dann können da noch mehr Leute Pen and Paper sehen und lernen und spielen. Schließe ich mich da an. Genau, der Mischka hat da auch was, dann könnt ihr direkt, wenn ihr bei mir was gemacht habt, dann direkt bei Mischka auch noch, genau. Ja. Vielleicht schreibt der Mischka dann nochmal eben kurz in den Chat die URL, dann habt ihr die auch. Das wäre schön. Ja, danke schön und eine schöne gute Nacht. Ja, danke fürs Leiten und gute Nacht. Gute Nacht.